Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Liebte Apfeltaschen, ich zeige euch heute meine Variante für etwas gesündere Apfeltaschen. Die sind nicht so süß, nicht so fettig, aber super lecker und ganz schnell gemacht. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Zuerst bereite ich die Füllung für meine Apfeltaschen zu. Dafür benötigt ihr je nach Größe 2 bis 3 Äpfel. Die Äpfel würfle ich und gebe ich direkt in meinen Topf. Die Äpfel habe ich gewürfelt, dazu gebe ich wenig Zucker. Ihr könnt braunen Zucker nehmen und ich habe sehr gern das Aroma von Kokosblütenzucker und gebe den dazu. Sowie zum Andicken der Füllung gebe ich noch etwas Puddingpulver dazu. Das ist hier ein ungesüßtes Puddingpulver für Vanillepudding. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, könnt ihr auch einfach Maisstärke nehmen. Ja, und ein Muss für Äpfel, gerade auch für die Apfeltasche, ist natürlich Zimt. Darum gebe ich noch Zimt dazu. Dazu kommt noch wenig Wasser. Und so lasse ich nun alle Zutaten für die Füllung aufkochen, bis meine Füllung schön eindickt. Die Füllung lasse ich so ein bisschen abkühlen und nehme nun meinen Teig. In der Schweiz gibt es sehr guten Kuchenteig. Ich verwende für dieses Rezept Kuchenteig anstelle von Blätterteig. Das macht die Apfeltaschen gesünder und nicht so fettig. Kuchenteig könnt ihr auch ganz einfach selber herstellen. Das Rezept dazu findet ihr von mir bereits online. Ich verlinke es euch unten in der Infobox des Videos. Und je nach gewünschter Größe von eurer Apfeltasche könnt ihr den Teig in so circa 5 bis 6 Rechtecke schneiden. Auf meine Rechtecke verteile ich nun die Füllung, circa 2 bis 3 Esslöffel. Meine Füllung hat noch schöne Stücke. Ich habe die Äpfel nicht verkocht, sondern wirklich nur kurz aufgekocht, dass die Füllung schön andickt und herrlich duftet. Aber die Apfeltaschen werden ja noch gebacken, darum habe ich die wirklich nicht verkocht. Die Füllung habe ich nun auf einer Seite verteilt. Jetzt klappe ich meine Rechtecke zu, verschließe sie mit einer Gabel und schneide sie auf der Oberfläche noch ein. Ich habe heute keinen Backpinsel, darum bestreiche ich sie einfach mit dem Finger. Probiert die leckeren Apfeltaschen unbedingt einmal aus. Meine Familie liebt sie, wir essen sie zum Kaffee, als Snack für zwischendurch. Sie sind so lecker, knusprig und einfach gemacht. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachlesen findet ihr verlinkt in der Infobox auf meinem Blog www.mrsflori.com. Für weitere gesunde Rezepte abonniert unbedingt meinen Kanal, so verpasst ihr kein neues Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.